Servus, heute möchte ich dich mit folgenden Worten aus der Wintersportbibel ermutigen. Und zwar Cindy Klaassen, kanadische Spitzenathletin im Eisschnelllauf, x-fache Olympia- und Weltmeisterschaftsmedaillerin, Gewinnerin, hat auf die Frage geantwortet, ob sie einen Lieblingsvers in der Bibel hat. Hat sie gesagt, ja, Psalm 16,8, und da heißt es: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Dann hat es die Auslosung gegeben und sie wurde gegen die beste Athletin ausgelost, gegen sie zu laufen. Und normalerweise wirst du da unruhig und nervös, aber dieses Mal hat sie ganz speziell eine Ruhe und einen Frieden und eine Freude in sich gehabt und ist dann tatsächlich Olympiasiegerin geworden. Und da gibt es ein spezielles Gebet in der Bibel, das ich auch jetzt über dir beten möchte. Und zwar, das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 15, ab Vers 13. Da heißt es: Ich bete, dass Gott dir Hoffnung gibt, in deinem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt zu werden, sodass deine Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Seine Freude und sein Frieden mögen mit dir sein in allem, was du machst. Gott segne dich und bis bald.